Oh oh. Eindringlinge nähern sich der Zentralverbindung. Gemini Prime. Alles mehr oder weniger planmäßig. Ich bin zurück. Wir haben ein Problem. Ja, wir haben ein Problem. Der sieht gefährlich aus. ZD-001D. Da wollen wir doch mal gucken, was der kann. Das hätten wir. Auf jeden Fall müssen wir uns aus. Ich mag die nicht. Die rufen immer Truppen und dann kann man sie nicht angreifen. Das nervt immer ein bisschen. Ja, aber im Moment sieht es gut aus. Ich kriege also gerade richtig Ärger hier von mir. Nein, wo ist er jetzt hin? Ist er da oben hin? Jetzt ruft er wieder die Nächsten. Hört mir auf mit Truppen Nachschub hier. Ja, aber jetzt kriegen wir ihn hin. Einpacken. Jawoll. Hartnäckiger Schakar. Falls noch jemand lebt, auf den unteren Ebenen sind gerade ein paar hundert Druiden angekommen. Verstärkungen, um Gemini Prime zu schützen. Wir haben ihre Aufmerksamkeit. Ihr braucht Zeit, um euch Gemini zu holen. Ich halte sie auf. Alleine? Ihr sagte doch, dass Gemini der Schlüssel zum Sieg über die Flotte ist. Ich bin Manduat. Ich habe gehört, was eure Freundin Lana gesagt hat. Wir sind nicht animalisch, keine Raubtiere. Wir sind Krieger. Hm, jetzt will er darüber reden. Warum hast du nichts gesagt? Ich glaube dir, Krieger sind auch gefährlich. Oh, ich bin mal ganz nett, ich glaube dir. Lana und ich sind nicht immer einer Meinung. Das kann ich dir versichern. Dann hätte ich gar nichts sagen sollen. Findet Gemini, retus Yemi. Ja, vielleicht scheinen die Mandalorianer doch ganz nett zu sein. Du hast gesagt, wir sehen einfach dabei zu, wie die Mandalorianer sterben. Es leben noch so viele. Wie enttäuschend. So haben sie noch nie gekämpft. Als ob sie für eine Sache kämpfen, an die sie wirklich glauben. Der Fremdling ist auf Davanis. Schick die Flotte! Deine Schiffe werden niemals rechtzeitig da sein. Hättest du bloß auf mich gehört. Wir hätten so ein schönes Fenster haben können. Ich habe zu viel Zeit auf diesem Thron verbracht. Mach mein Flaggschiff bereit. Gerne. Also diese Weilin, die mag ich ja noch weniger als den Arkan. Das ist ja eine richtig ätzende. So, aber jetzt, was nun? Okay, findet Gemini Prime. Wir sollen jetzt hier einfach weitergehen. Arkan ist auf dem Weg. Ihr habt es gerade in der Zwischensequenz gesehen. Wir müssen aufpassen. Der Imperator will mit seinem Flaggschiff kommen. Ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, also ab in den Kontrollraum. Dann schnell weg von hier. Oh, wei, wei. So viele Druiden. Der Fluss ist unterbrochen. Es gibt keine Sanktionen. Iterationsfunktionen deaktiviert. Scorpio, falls du das empfängst, ich habe das Muster gefunden. Verfolge Verbindung. Signal wird überschrieben. Das Protokoll ist bekannt, aber es ist nicht Gemini. Was ist das?
Das ist die Technologie, von der du kopiert wurdest. Nein. Die Captains entstammen aus mir. Ich bin die Quelle. Du kannst mein Signal nicht überschreiben. Ich kenne dich. Uns trennen Generationen. Doch unsere Codebasis ist gleich. Eine Quelle. Die Leuchtmaschine. Das Signal verwirrt. Entfernen Sie die Einheit. Entfernen Sie sie schnell. Scorpio ist ganz nervös. Sie ist keine Kopie, oder? Erzähl mir mehr, Gemini. Bin dabei. Nee, die soll mir mal mehr erzählen. Ich will mal genau wissen, worum es geht jetzt. Eine Quelle. Die gleiche Codebasis. Woher stammen du und Scorpio? Das geht sie nichts an. Entfernen sie die Einheit. Die Maschine hatte kein Bewusstsein. Doch sie treibt an. Sie ermöglicht die Captains. Erinnerungen gesperrt. Gemini ist nicht für Interaktion programmiert. Entfernen Sie die Einheit. Signal wird überschrieben. Extraktion aus dieser Fabrik ist diffizil. Abschaltung ist zulässig. Erfordert aber diverse Abkopplungen und Neukonfigurationen. Faszinierend. Ich habe nichts Böses im Sinn, oder? Beeil dich, oder halt den Mund. Ich bin ja wie gesagt nett. Ich habe nichts Böses im Sinn. Ich werde dir nicht wehtun, aber wir müssen jetzt los. Kannst du für mich das Abkoppeln übernehmen? Sequenz wird eingeleitet. An alle Truppen. Die Mustereinheit ist gesichert. Hier ist Mandalore. Wir haben genug Schaden angerichtet und ausreichend Beute gemacht. Alle Krieger zurück zum Lager, bevor sie uns erledigen. Ihr seht ganz schön osig aus. Der Kadera-Clan überlebt eine weitere Schlacht. Wir haben wohl beide überlebt. Sieg für Mandalore, die Rächerin! Sieg für die Clans! Ha! Die Räder der Fabrik drehen sich immer noch. Aber der Großteil ist ausgeschaltet. Und wir bewaffnen uns zum ersten Mal seit Jahren neu. Dankt eurem Spion, dass er uns diese Chance verschafft hat. Die ruhmreichen Tage der Mandoade sind zurück. Ah, Como. Verdammt. Es war ein guter Kampf, aber ich kann sie nicht aufhalten. Sie werden ihre Ehre im Kampf gegen andere Gegner wiederherstellen wollen, die keine Maschinen sind. Und Sarkul wird ihnen nicht reichen. Helft beim Wiederaufbauen von Sarkul, oder? Ihr müsst überzeugen. Oder dann nehmt die Republik ins Visier. Das wäre jetzt ein richtig böser imperialer Zug. Dann nehmt die Republik ins Visier. Aber nett wäre, ihr müsst sie überzeugen. Ihr könnt sie aufhalten. Und wir wissen beide, dass ein endloser Krieg eure Kultur zerstören wird. Die alte Garde wünscht sich die ruhmreiche Vergangenheit zurück. Dann findet junge Anführer, die für Frieden plädieren. Oder zumindest für etwas, das dem nahe kommt. Taurian, wollt ihr wieder quer durch die ganze Galaxis marschieren?
Es gibt da draußen genug zu jagen. Auch ohne einen Krieg. Ja. Junge Anführer. Für den Moment werde ich euch eure Bitte gewähren. Vor Entier, Mandalore. Wenn diese Allianz Bestand haben soll, braucht ihr jemanden an eurer Seite, der für die Clans spricht. Jemand, der mit mir in Kontakt ist und euch am Leben hält. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Schien interessanter zu sein als alles andere hier. Aha. Jetzt kriegen wir auch noch einen mandalorianischen Gefährten. Schön, dass du dabei bist. Und was ist mit deinem Clan? Du wirst als Spion klassifiziert. Ich frag mal, was mit seinem Clan. Nee, ist doch einfach. Schön, dass du dabei bist. Du warst bereit, dich in dieser Fabrik zu opfern. Und du hast gezeigt, dass ich dir vertrauen kann. Ich würde mich freuen, dich an meiner Seite zu haben. Retten wir die Galaxis. Yay. Retour, Jimmy. Bis zum nächsten Mal. Das gilt für euch beide. Ja. Wir retten die Galaxis. So sehe ich das auch. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr zwischen den ganzen verschiedenen Gefährten langsam entscheiden. Wir kriegen ja immer mehr Gefährten pro Kapitel, also... Mann, ist echt schwer, den richtigen auszuwählen. Oder die richtige, je nachdem. Naja, jetzt aber erstmal in der Geschichte weiter. Wir sind wieder zurück auf Odessen. Das ist unsere Heimatbasis. Und die Mandalorianer-Story ist jetzt wohl durch. Ich denke mal, das Kapitel 14 ist zu Ende. Wir haben einen Gemini-Rechner mitgebracht, einen Druiden. Und ja, hier lädt irgendwas. Ah ne, okay, das ist erstmal nur eine Belohnung. Noch eine. Ich habe ja die Leute auf den Weg geschickt. So. Und jetzt sprich mit Theron. Genau. Theron ist eigentlich der, das ist ja der Sohn von dieser Jedi-Ritterin, Seltel-Chan oder wie sie heißt. Das ist echt die Schwierigkeit. Nehmen wir den hier jetzt immer mit? Oder Koss? Mit Koss habe ich mal aus Jux eine Liebesbeziehung gemacht. Man kann nämlich Mann mit Mann machen und so hier. Das ist bei den BioWare-Games ja so. Dass man Frau mit Frau, Mann mit Mann oder ganz normal, hetero und so. Ach, alles ist normal, aber ihr wisst schon, was ich meine. Halt, man kann alle möglichen Kombinationen wählen. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das ist so lustig. Und, genau, der Theron Chan, der, den will ich eigentlich immer mitnehmen, weil den finde ich am normalsten von den allen. Die haben alle sonst irgendwie einen Spleen. Moment mal gerade. So, da bin ich wieder. Kleine Unterbrechung war das gerade. Ja, weil er ist so der, der halt so Jedi-mäßig ganz nett ist. Er ist so ein kleiner Fabrikant. Sie ist halt irgendwie Geheimagentin. Sie ist ganz gaunerisch, die möchte ich nicht. Das ist die Mutter von dem Imperator, die möchte ich eigentlich auch nicht, weil die halt sehr eingebildet ist oder sehr, ja, vielleicht auch böse ist. Ist halt echt schwierig, jetzt hier die richtige... den richtigen Gefährten zu finden, ne? Also muss man ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz sicher, mit wem ich jetzt rumlaufe, aber gerade der Neue, der Mandalorianer, der könnte auch was werden. Und ihr seht das ja hier, ne? Das sind alles die, mit denen man rumlaufen kann. Ja, also, Kallio ist auch wieder eine Gangsterin, auch denen ihre Geschichten stehen alle hier. Ihr seht ja auch, wo mein meister Einfluss ist, mit denen war ich halt am meisten unterwegs. Ich könnte sogar hier so kleinen Druiden mitnehmen. Aber ich tendiere im Moment noch immer zu Theron. Fett ist halt eine Grabräuberin, die ist halt relativ lustig. Ihr seht ja hier der geheime Agent, die rächende Vollstreckerin und so. Ne? Man kann also auch nachlesen, was sie sind. Und ich tendiere im Moment zu ihm hier. Theron. Aber man kann es aussuchen. Ne? Man kann ja immer sagen, was soll derjenige machen? Tankschaden, Heilung. Dann hat man den dabei und dann macht er einfach seine Arbeit. Finde ich cool. Ist eine schöne Sache. Und was auch schön ist, das wollte ich halt nochmal ganz kurz zeigen, ist hier dieses Vermächtnis. Ne, man hat hier so einen richtigen Stammbaum. Wo ist er? Da. Und da kann man richtig sich zusammenbauen, wer denn seine Familie ist und sowas alles. Also zum Beispiel der Garion ist der Vater hier vom Garium. Ne, und dann kann man sagen, das hier ist ein adoptiertes Kind. Das ist der böse Jedi-Gelehrte, den ich habe. Der ist also böse, der ist nur adoptiert.
Und ich bin ja gerade mit dem hier verheiratet. Das ist aber ein bisschen komische Entscheidung gewesen, die ich da gemacht habe. Kann man das wieder löschen? Ja, man kann es wieder löschen. Jetzt könnte ich mich mit ihm hier verheiraten. Oder als Verbündeten hinzufügen. Als Rivalen geht auch sogar. Okay, ich nehme mal Verheirateten. So. Und dann ist er hier mein Rivale. Also jetzt geht's nicht mehr. Komisch. Na, das weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt nicht geht. Vielleicht, wenn man verheiratet ist, darf man keine Rivalen haben oder so. Ah, hier. Da geht's. Also verrückt, was man so mit seinen Charakteren anstellen kann. Das hier könnte jetzt noch der Verbünde von ihm sein. Und ich kann euch nicht sagen, wofür das gut ist. Das ist einfach nur, damit man sagt, der gehört zu dem und der nicht. Und auf jeden Fall total crazy. Ja, jetzt packt man noch irgendeinen dazu hier. Moment. Was können wir denn noch als Bruder? Genau, das ist noch der Bruder. Oh, jetzt wird es ganz kompliziert. Weil das der Bruder ist, ist natürlich auch mein Kind. Und der hier ist auch mein Kind. Ich habe ganz viele Kinder. So, zack. Und das ist dann das Kind von ihm. So. Ja, jetzt blickt keiner mehr durch, aber ich habe einen Stammbaum aufgebaut. Sehr witzig. Wie ich die Kinder bekommen habe. Naja, Klonen, ne? Also ich würde sagen Klonwissenschaften und so. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. So, jetzt genug Quatsch gemacht. Jetzt machen wir die Story hier weiter. Sprich mit Theron. Willkommen zu Hause. Auf der Warnis scheint alles gut gelaufen zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass sich die Clans neu bewaffnen. Habt ihr über meine Bedenken nachgedacht? Ich habe mit Mandalore gesprochen. Sie weiß, dass es nicht weise wäre, sich nach dem Sieg über Sakul gegen uns zu wenden. Wir haben über ihre Optionen gesprochen. Das klingt unerwartet vernünftig. Scorpio, hast du Gemini Prime untersucht? Ich bin gerade dabei, ihren Geist zu studieren. Es ist nicht einfach, das zu tun, ohne ihre Intelligenz zu vernichten. Auch wenn sie kein vollempfindsames Wesen ist. Ihr Gestell ist eine Abwandlung meines eigenen Aufbaus. Meine Pläne wurden gestohlen. Doch meine Annahme, dass ihr Code von meinem kopiert wurde, war übereilt. Weißt du, woher sie stammt? Noch nicht. Und ich habe auch noch keinen vollen Zugriff auf das Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Aber ich habe eine unilaterale Verbindung geöffnet. Ich werde das Muster bald nutzen können, um alle Gemini-Einheiten zu finden. Ah ja, das ist ein riesiger Vorteil. Kannst du sie sabotieren? Das reicht nicht. Ja, ich sag, immer positiv denken, ne? Mit dem Charakter immer positiv. Jedes Schiff wird von einer dieser Gemini-Einheiten gesteuert. Wenn es stimmt, was du sagst, können wir die komplette Flotte aufspüren. Die Prime-Einheit ist das Ursprungsmuster von Gemini. Mit den richtigen Modifikationen sollte sie die bestehenden Protokolle überschreiben können. Wir bräuchten direkten Zugriff auf eine Steuerungskonsole, die von den Gemini-Captains genutzt wird. Durch ein solches Portal könnte die Prime-Einheit das gesamte Steuerungsnetzwerk infiltrieren. Wenn wir also eines der Schiffe entern und die Prime-Einheit in die Konsole des Captains einstöpseln, können wir Arkan seine komplette Flotte unter der Nase wegnehmen? Jetzt kommen wir doch der Sache näher. Jetzt bald können wir Arkan Ärger machen, dem Imperator. Riskant, könnte aber funktionieren. So einfach ist es nicht. Ja, schlagen wir zu, wo es weh tut. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Es gibt noch eine Menge Details, die zu klären sind. Zum Beispiel, wie wir ein Schiff entern und die Brücke übernehmen sollen, bevor der Rest der Flotte uns in Stücke schießt. Vielleicht müssen wir es nicht mit der ganzen Flotte aufnehmen. Einzelne Schiffe machen ständig Transportflüge von den Kernwelten. Und sobald Scorpio die Gemini-Einheiten verfolgen kann... Über diese Funktion verfüge ich bereits. Ich habe meine Analyse der Gemini-Kommunikationsmuster während ihres Gesprächs abgeschlossen. Aha, das ging schnell. Gute Arbeit. Du meintest es wirklich ernst, als du gesagt hast, du hättest die Informationen bald. Ich bin beeindruckt. Prime ist eine weniger komplexe Version meines ursprünglichen Aufbaus. Es war nicht allzu schwer, Zugang zu ihren Protokollen zu bekommen.
Ich verfolge aktuell ein einzelnes Schiff in einem nahegelegenen Sektor. Es soll demnächst einen Zwischenstopp machen, um den Hyperantrieb zu laden. Wenn meine Berechnungen stimmen, können wir es abfangen, wenn wir uns beeilen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich in naher Zukunft eine ähnliche Gelegenheit ergibt. Gut, es wird Zeit, gegen Arkan zurückzuschlagen. Aha. Dass die so guckt, hat doch irgendwas zu sagen gehabt. Und dieser Donner, oder? Ist sie vielleicht kompromittiert? Ist das eine Falle von Arkan? Ist das vielleicht das Flaggschiff von Arkan? Wovon eben die Rede war, dass er mit seinem Flaggschiff kommt? Es bleibt spannend. Erst einmal werdet ihr in der Unterzahl und waffenmäßig klar unterlegen sein. Jede einzelne Sprungtruppe an Bord wird zur Durchbruchstelle eilen. Das ist die Standardprozedur, wenn ein Schiff der ewigen Flotte geentert wird. Und das haben wir jetzt vor. In Kapitel 15. Wir sind im nächsten Kapitel der Story die Gemini-Täuschung. Haha, jetzt werden wir sehen, ob wir die Frequenz bekommen. Und Mariana sagte auch, ja, das mit den ganzen Gefährten müsste es auch bei ESO geben. Ja, das wäre cool. Bei Elder Scrolls wäre das echt eine schöne Sache. Aber da ist BioWare weiter mit Gefährten und irgendwelchen zwischenmenschlichen Kommunikation von NPCs und von Figuren, von dem eigenen Charakter und so. Das kann BioWare gut. Also bei Dragon Age, bei Mass Effect, hier bei Star Wars. Also da muss man sagen, da ist EA und BioWare ziemlich weit vorne. Da muss Elder Scrolls noch ein bisschen aufholen. Und beim Schlachtzugbrowser sowieso, da ist Blizzard vorne. Und Final Fantasy und... Ach ja, ESO muss noch ein paar Punkten aufholen. Ja, das ist so. Ich mache mir keine Sorgen. Also das ist die Standardprozedur. Da mache ich mir keine Sorgen. Oder jede einzelne Sprungtruppe, dann täuschen wir sie. Ich frage einfach mal, jede einzelne? Von wie vielen sprechen wir genau? Mindestens dreistellig. Wahrscheinlich sogar mehr. Über 100. Okay. Weiter im Text. Scorpio hat eine Methode entwickelt, wie die Gravestone die äußere Verteidigung stören kann. Sie wird mit falschen Signalen überladen, damit wir nah herankommen. Dann liegt es an uns, durchzubrechen und die Kontrolle über die Brücke zu übernehmen. Der Gemini-Captain muss ausgeschaltet und durch die Prime-Einheit ersetzt werden. Wird sie meine Befehle akzeptieren? Die Gemini-Reihe kann nicht eigenständig handeln. Ihre Programmierung ist nicht darauf ausgelegt. Gemini Prime, wem dienst du? Ich diene der Allianz, Kommandantin. Ja. Ist Gemini Prime kampfbereit? Stimmt genau. Ich vertraue dir trotzdem nicht. Wie gut bist du in einer Schlacht? Ich verfüge nicht über Scorpios Selbstverbesserungsdirektive. Aber ich teile alle ihre sonstigen grundlegenden Fähigkeiten. Darunter auch komplette Kampfprotokolle. Wir können nicht riskieren, dass die Prime-Einheit Schaden nimmt. Lass sie hier, bis wir das Schiff gesichert haben. Ich werde sie begleiten. Niemand kann die Aktionen unseres Feindes besser vorherberechnen. Tja, schwere Entscheidung. Das höre ich gerne. Wer ist noch dabei? Oder ich traue dir nicht, Scorpion. Scorpio. Scorpion ist ein anderes Spiel. Sub-Zero. Mortal Kombat. Nee, ist klar. Das höre ich gerne. Ich bin immer nett. Ich traue ihr erstmal. Auch wenn es eben ein bisschen komisch aussah, wie sie uns hinterher geguckt hat. Aber sing positiv, das höre ich gern. Wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Ich komme auch mit. Ich hätte nichts dagegen, ein bisschen Dampf abzulassen. Es wird Zeit, dass wir den Hyperraum verlassen. Die Positionsdaten der Gemini-Frequenz zeigen keine anderen Schiffe im Gebiet. Seht ihr? Es wird schon klappen. Auch wenn unsere Chancen auf Erfolg hoffnungslos sind.
Okay, der Angriff ging schnell, aber hier nochmal der Abschluss von Mondalors Rache. Wir haben Credits bekommen, Erfahrungspunkte, helle Seitepunkte, ja, wie immer, ich werde nett. Einflussgewinn bei meinen ganzen Leuten hier und dann kriegen wir noch einen kleinen Koffer. Den können wir auch nochmal aufmachen. Turian ist Einflussstufe 2 geworden, hat also auch gut geklappt. Und jetzt kriegen wir hier sogar neue Rüstung, aber 194er brauche ich nicht unbedingt. Ja, schön, aber unnötig. Der ist besser, sagen die, ne? 107,3. Also da ist ein grüner Pfeil dran. Obwohl der Wert schlechter ist. Was ist das hier? Herstellung dieses Gegenstand lernen. Der Bauplan definiert die erforderlichen Komponenten. Cybertech. Cybertech habe ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Das muss ich in den Gegenstand einbauen. Kann zu Waffen und Rüstungen verbessern. Da weiß ich auch nicht mehr, wie das geht. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Gegenstandsverbesserungen. Wir lassen das jetzt einfach mal. Wir machen mal weiter hier. Begib dich zum Hangar der Gravestone. Und jetzt, wir sind also im nächsten Kapitel. Die Gemini-Täuschung. Es sind nicht mehr viele vor uns. Danach gibt es nur noch die Schlacht von Odessen. Und dann Schleier der Erinnerung. Das sieht so aus, als wären wir bald durch. Knights of the Fallen Empire. Begib dich auf die wagemutige Mission, einen Schlachtkreuzer der ewigen Flotte zu entern und Gemini Prime zum Captain zu machen, um so die Kontrolle über die ewige Flotte zu erlangen, und damit sie sich gegen den ewigen Thron wendet. Du hast auf der Brücke der Gravestone mit den Mitgliedern deiner Allianz über eine Mission gesprochen, die das Ziel hat, Gemini Prime als Captain eines Sakul-Schlachtkreuzers einzusetzen. Jetzt musst du dich zum Hangar der Gravestone begeben, um die Mission zu starten. Wow, 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 wow. Jetzt wird spannend. Das greift auch schon an. Das wird interessant. Auf geht's. Ja, jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Die Gravestone ist riesig. Einfach hier ab. Oh, oh, oh. Einfach hier abbiegen. Oh, da platzen mir ja die Ohren hier. Hier stürzt gerade alles ein, oder wir werden hier richtig gut angegriffen. Heftig. Hier sind wir mal schnell ins Hangar. Technikdeck. Einmal Technikdeck bitte. Sehr schön. Nächster Halt. Etage 3, Damenunterwäsche. Oh, sorry. Die Fähre ist startklar. Es kann losgehen. Ich meine natürlich Lebensmittel. Viel Essen und so. Da. What? Müssen die mich so erschrecken? Heieiei. Das war zu knapp für meinen Geschmack, Scorpio. Ich vollbringe eine Leistung, die niemand von Ihnen auch nur im Traum vollbringen könnte. Nicht einmal Sie mit Ihren amüsanten Schädelimplantatspielereien. Koth, habt ihr die Kommunikation des Schiffs gestört? Koth! Das wisst ihr genau, Senja. Beim Hangar. Bereit für den Fall der Überfälle? Ist das etwa eure Vorstellung von Humor? Seid nicht so verkrampft, Heron. Schatz, ich bin zu Hause. Wumm, und schon sind wir gelandet. So muss es sein. Ich verstehe das nicht. Wo sind die ganzen Sprungtruppen? Selbst eine minderwertige Version von mir wäre hochintelligent. Sie wüsste garantiert, wie man improvisiert. Ja, und jetzt? Wir können hier nicht herumsitzen. Irgendwelche Vorschläge? Schluss mit der Prahlerei. Ich würde sagen, irgendwelche Vorschläge. Du bist die Gemini-Expertin. Was machen wir jetzt?
Ich würde vorschlagen, wir gehen raus und sehen, was geschieht. Was für ein sensationeller Plan. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Sarkasmus. Ein Zeichen von künstlicher Intelligenz. Nee, ist klar. Okay, hier ist es ganz schön düster. Muss ich die Gamma-Korrektur hochschrauben oder soll das so sein? Ich habe berechnet, dass dies die kürzeste Route zur Brücke ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht, aber wir haben wohl keine Wahl. Tja, was nun? Müssen wir wohl durch. Muss ich wirklich mit... Ah, mit Scorpio gehe ich. Okay, Scorpio ist mein Gefährte, die beiden anderen sind nur Beiwerk. Dann können wir ja mal los. Da seht ihr schon, ne? Beide hier gut ausgerüstet mit Lichtschwertern. Haha. Aber ich bin kein Jedi, ich brauche sowas nicht. Ich bin auch kein Sith. Ich bin ein cooler imperialer Agent. Früher. Jetzt bin ich Scharfschütze. Das ist die Entwicklung der Klasse. Sie haben durch Ihr Kommen einen katastrophalen Fehler begangen, Fremdling. Ich muss meine Befehle ausführen. Was ist da los? Welche Befehle? Du, metallisches Wesen. Was bist du? Du bist eine Nachahmung. Ich bin das Original. Nenn mich Scorpio. Du wirkst unterqualifiziert und glanzlos. Ich bin offensichtlich das überlegene Modell. Jetzt sind sie sich gegenseitig am Dissen, wer denn der bessere Roboter ist. Gib auf, dann geschieht dir nichts. Finden wir es heraus. Vergiss sie, ich bin die Bedrohung. Ja, das will ich diesmal sagen, oder? Diesmal will ich mal cool sein. Vergiss sie, ich bin die Bedrohung. Mach dir keine Gedanken wegen Scorpio. Mach dir lieber Gedanken wegen mir. Kein Großkampfschiff der ewigen Flotte wurde jemals eingenommen. Ich mache mir wegen niemandem von ihnen Gedanken. Sie können nun alle sterben. Sie geht nicht auf. Sie hat uns getrennt. Da kommen die Sturmtruppen. Kluge Strategie. Vielleicht ist der Geist des Captains doch von meinem inspiriert. Dass sie alle die gleichen Stimmen haben, ist ein bisschen verwirrend. Sie können nun alle sterben. Nett von ihr. Kannst du sie austricksten? Ah, diese Selbstgefälligkeit. Ich mache mir keine Sorgen. Okay, kannst du sie austricksen? Inspiriert. Aber nicht gleichwertig, oder? Wir werden sehen. Unterschätzen Sie unseren Feind nicht. Die nächsten Minuten sollten sehr interessant werden. Na dann... Ui. Das sieht gefährlich aus. Ist aber Stress. Die Vitalfunktionen verbessern sich. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu durcheinander, würde ich sagen. Das müssen wir noch mal ein bisschen besser machen, das Ganze. Zu wenig Schutzschild genommen, zu wenig Deckung benommen, zu wenig Damage ausgeteilt. Also das war jetzt alles falsch, würde ich sagen. Jetzt machen wir das noch mal richtig. Also,